Wir nehmen euch wieder mal mit. Ein Roadtrip steht an. Diesmal geht's nach Braunschweig. Zuerst geht's zum Pickup-Podcast, wo ich Rede und Antwort stehen werde. Danach schnappen wir uns Luis Figge, einen der Basketball-Pros von den Braunschweiger Löwen, der auch auf Social Media sehr aktiv ist. Mit dem gibt's nochmal ein einzelnes Video, werdet ihr sehen. Und heute Abend natürlich Fraport Skyliners gegen die Braunschweiger Löwen. Erstliga-Playoff-Kampf. André Mangold, Dennis Schröder, was will man mehr? Let's go. Wir sind jetzt angekommen. Ist schon am Laufen. Und das Empfangskomitee. Empfangskomitee steht schon bereit. Mit 10 Applaus. Alles cool. So schnell sieht man es wieder. Wollt mich nicht zusammen? Schön, dass du es geschafft hast. Danke gleich euch. Sunjay, servus. On point. Wo sind wir hier? On point. Wir sind jetzt hier bei den Kollegen vom Pickup Podcast. Yes, vom Pickup Podcast, mit denen war ich schon einige Zeit in Kontakt und wir haben gesagt, wenn es sich mal ergibt, da ist jetzt die ganze Crew, beziehungsweise der Knut fehlt, der macht da hinten noch sein Ding und holt noch ein Mic ran. Wenn es mal passt, wenn ich in Braunschweig sein sollte oder in der Umgebung, komme ich vorbei und werde hier Rede und Antwort stehen und das mache ich heute. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit in der lustigen Runde hier, quatschen einfach ein bisschen über Basketball und über alles, was den Jungs sonst noch so einfällt. Die haben auch viel in die Technologie gesetzt, also das, was die da auch machen, ist jetzt nicht alles menschlich, sondern auch in Software umgesetzt worden. Da diese ganzen Highlights werden ja nicht mehr von Hand geschnitten, sondern wirklich ist eine Software, die macht alles so zack, zack, zack und raus damit. Und das heißt, die Zukunft des deutschen Basketballs in der Medienlandschaft ist abhängig von dieser Software oder womit retten wir? Man muss sich öffnen. Die Software gab es ja nicht seit 2013. Also man muss sich öffnen, klar, der ganzen Geschichte. Und das war's von den Pickup-Podcast-Jungs. Weiter nach Braunschweig gefahren. Jetzt sind wir hier irgendwo in der City. Luis Figge wohnt hier gegenüber, ohne euch die Adresse zu verraten. Aber ihr könnt hier den Grill auch einfach mal abchecken. Wenn ihr Autogrammjäger seid, der Braunschweiger Löwen, wisst ihr jetzt Bescheid, wo ihr hin müsst. Wir treffen Luis jetzt. Der wollte eigentlich rauskommen. Wir bestellen ihm schon mal lecker riesen Döner-Teller vor dem Spiel gegen Frankfurt. Behind the scenes in der guten Stube beim Luis jetzt zu Hause. Wir haben auch schon unser Studio halb aufgebaut. Und jetzt kommt noch das crazy Licht und dann gibt es das Interview mit Luis Figge. Kamera, was geht da? Ja, guck mal da rein. Was denn? Ich schweife nur gerade ab. Ohne Scheiß, da kann ich nichts für. Das hängt schon vorher da, ne? Ja, du hast ja nur dein Schuhregal. Genau. Und was noch? Ich besitze ein Schuhregal und Schreibtisch bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Für 50 Euro. Lässt aber hier, oder? Verhandlungsbasis. Wenn einer kommt und den haben will für einen Zehner. 20 Euro. So sieht's aus. Wenn ihr Luis noch nicht kennt, ich habe es ja schon verraten bzw. gesagt, wir sind hier in Braunschweig, das heißt, er spielt bei den Löwen, aber fangen wir ein bisschen weiter vorne an und so ein bisschen deinen Weg zu skizzieren bis hierhin. Wo und wann bist du zum Basketball gekommen? Ich bin in meinem Heimatverein in Paderborn mit 6 Jahren zum Basketball gekommen durch meinen Papa. Mein Papa hat halt leider nicht die Möglichkeit gehabt, in einem guten Verein Basketball zu spielen, weil der kommt aus dem tiefsten Sauerland. Der musste halt 2 Stunden mit dem Trampen und mit dem Bus fahren, um zum Training zu kommen. Und als er dann in Paderborn war, hat er erst mit 20 angefangen, Basketball zu spielen. Aber er hat dann auch sich so langsam reingearbeitet. Und dann haben wir auch mit 15 zusammen in der 2. Regionalliga zusammen Basketball gespielt. Das ist auch eigentlich eine ganz coole Story. Mit meinem Papa zusammen wurden wir eingewechselt. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, aber für mich ist es einfach verschwendete Zeit, wenn ich zum Beispiel durchgehend zocken würde, 5-6 Stunden am Tag. Dann kurz über deinen Fernseher geredet, den du noch nicht einmal benutzt hast. Genau, der steht hinter der Wand, der ist noch nicht mal angeschlossen, also der funktioniert nicht mal. Ja. Und ja, Netflix-Serien und so, ich gucke jetzt Game of Thrones, das ist das Einzige, was ich einmal die Woche jetzt gucke, aber ja, keine Ahnung, für mich, ich mache ein Fernstudium nebenbei, was ich jetzt halt in Teilzeit nebenher laufen lasse, weil ich es auch sonst nicht zeitlich hinkriege. Was ist das für einen Bereich oder was für eine Wirtschaftswissenschaften, ja. Aber ja, keine Ahnung, für mich, mir macht das halt auch einfach Spaß. Ich glaube, man muss auch ein bisschen was für den Kopf machen, um halt auch körperlich diesen Ausgleich zu haben und im Sommer einfach mal komplett abschalten, 4 Wochen lang reisen gehen und ja, so fühle ich mich wohl. Das ist das, was mir Spaß macht. Ich glaube, es würde auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt vloggen müsste mit irgendwas, also es wäre mir viel zu anstrengend, immer irgendwas vorzuspielen, sozusagen im Vlog. Ja.
Weil dann würde ich auch in 5 Jahren könnte ich, also das ist nicht mein wahres Ich, und ich glaube, dass halt zwar wird die Welt transparenter durch Instagram und YouTube und so weiter, aber ich denke auch so, ja, wenn du ein guter Mensch bist, hast du auch eigentlich nichts zu verstecken. Also ich habe nichts zu verstecken, ich habe einfach nur Sachen zu teilen, und wenn du ein schlechter Mensch bist, fällst du auf, wenn du ein guter Mensch bist, fällst du halt auch auf, und das ist halt für mich vollkommen in Ordnung, und ja, ich versuche einfach das zu machen, worauf ich Lust habe gerade, und es ist halt meistens, dass ich ja versuche weiterzukommen. So, Freunde, wir sitzen jetzt wieder hier im mobilen Büro. Es geht in die Braunschweig Arena, in die Volkswagen Arena, wenn ich mich nicht irre, oder? Volkswagen Arena ist korrekt? I guess so. Es geht in die Volkswagen Arena jetzt. Podcast abgehakt, Luis Figge abgehakt. Das Interview kommt dann auch bald, das komplette. Ein paar Ausschnitte habt ihr gerade gesehen. Jetzt geht's in die Arena, Akkreditierung abholen, André treffen und vielleicht auch noch ein paar Minuten vor die Kamera zerren. Und dann warten wir aufs Spiel. Kampf um die Playoffs, Braunschweiger Löwen gegen die Fraport Skyliners, und wir fahren weiter. Wir sind angekommen an der Halle der Basketball-Löwen Braunschweig, an der Volkswagen Arena. Und so sieht das runde Teil von außen aus. Ich war noch nicht hier, der Ulis war schon mal da. Damals im Namen von Foundation Basketball wilde Mixtapes gemacht von der damals noch zweiten Liga. War das da schon Pro A? Pro B? Ja, Pro B war das damals. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ding von innen aussieht. Gucken, ob wir André finden. Luis kommt gleich hinterher. Und so geht unser Braunschweig-Trip weiter. Achtung, Gegenverkehr. Segway, Mann. Segway-Tour. Wow. Sieht noch ein bisschen wackelig aus. Wow, ist ein Segway. Oh, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus hier. Heute ist auch ausverkauft. Für beide Teams geht es um die Playoffs. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn hier 5.000 drin sind, dass sie ganz gut abgeht. Wollen wir mal gucken.